Prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinny Cannoli, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Belluccio. He needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. My name is Mr. Belluccio. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are all those people on shore? I don't know, sir, but hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors. They're invading the ship. Oh, they're everywhere. Watch out, the tower is upcoming. Take that, you chunk-faced goons. Take me out with the gun war. Chunk-faced goons? What's going on up there? Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen Guns, Gore and Cannoli. Ja, ich hab's im Store gesehen und fand diesen Style wirklich super geil und hab mir gedacht, ich muss unbedingt das Spiel jetzt spielen und möchte euch mitnehmen. Wir spielen Cannoli und sind, wie ihr es gesehen habt, ein Geldeintreiber oder ja. Und wir haben hier Zombies. Und ballern uns hier im Endeffekt durch, ja. Mal was anderes gegen Zombies zu spielen, ne? Reicht ja nicht, dass wir Dying Light spielen. Und da Zombies abschnetzeln. Aber ich finde diesen Style, dieses Zeichnerische, ich habe gelesen irgendwie, dass die Entwickler das alles selbst gezeichnet haben und das finde ich wirklich wahnsinnig gut. Es erinnert mich auch ein bisschen an Boogie der Ölige, diesen Film. Müsst ihr auch mal reingucken. Macht doch wirklich mega Fun. Zu gucken. Wow, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schieße ihn einfach nur voll in den Schritt, ey. Ist Wahnsinn. Nice. Drücken Sie Dreieck, um zur nächsten Waffe zu wechseln. Und Viereck für die vorherige Waffe. Aha. Alles klar. Cool. Oder? Wir haben 2 Schuss von 12. Boah, jetzt werde ich schon mal beschossen. Wow. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel Gore am Start. drücken Sie L2, um eine Granate zu werfen. Dann machen wir den Typen hier weg. Dann drücken wir mal L2 und werfen mal eine Granate. Okay. Drücken Sie Kreis für einen Tritt. Aha. Bam. Sehr schön. Drücken Sie Kreis, um Gegner wegzutreten. Aber das war wegtreten. Okay, cool. Kann man die auch damit töten? Ne, kann man nur wegtreten, ne? Wie war das Waffe tauschen? Viereck, ne? Alles klar. Drücken Sie Kreis und ja. Ich meine, da wird hier auf jeden Fall ziemlich viel Action am Start sein. Wow. Gegner wegzutreten. Dreht man den auch weg. Schießt er in den Kopf rein. Haha, sehr schön.
Okay, da oben kommt noch die Bulle. Muss noch nicht voll in den Schuss. Oh. Ah, verdammt. Hab ich nachgeladen. Ah. Tim springt hier auf die Stufe, um nach oben zu gelangen. Ja, das brauchst du mir nicht nochmal erzählen. Das ist einfach ganz schlimm, wenn sich den Zombies in den Schritt schießt, ey. Sehr schön. Wow, was sind das für Fetter? Wow. Ah, oh, jetzt hat er mich voll erwischt. Okay, nochmal. Ah, jetzt hat er mich nochmal erwischt. Wow. Ah, da rollt der Kopf. Hier, Snack. Ah, Snacks, pushen uns wieder auf. Okay, ne, wir müssen wahrscheinlich sparen mit unserer Munition für die Schrotflinte. Und schießen die Leuten einfach nur gegen den Kopf. Ah, ich habe die doch gerade getroffen. Ah. Okay, nochmal. Nee. Die Musik ist doch einfach sehr fantastisch. Verdammt. Halten Sie X gedrückt und können höher springen. Oh, verdammt! Was ist das für einer? Wow! Boah, verdammt! Jetzt krieg ich auf die Fresse. Wow! Ah, jetzt krieg ich auf die. Ah, nein, nein, nein! Ich muss es aushalten. Jetzt geht's down. Oh, verdammt. Das war nicht so gut jetzt. Jetzt habe ich kaum noch Leben. Boah. Oh, jetzt kann er da drüber schießen oder was? Nein, jetzt hat er unterwegs. Ah. Verdammt. Krasse Geschichte. Okay, nochmal. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir den komischen Football-Spiel, Rugby-Spieler. Ach. Ja, ist mir schon mal verfehlt. Der Rugby-Spieler ist ganz schön ein Sackgang. Was soll er auch machen? Ach. Ist er tot? Ja, er ist tot. Sehr schön. Wieso konnte der Bulli jetzt da drüber schießen? Krass. So. Auf jeden Fall erledigt. Auf jeden Fall auf diesen komischen Anwalt oder so aufpassen. Oh, was haben wir denn neue Waffe bekommen? Sehr schön. Geht es hier rein? Nee. Also es geht da rein, aber es geht nicht weiter. Da oben scheint Munition zu sein. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wow. Nein, das lag nicht nach. Oh, der ist schön abgegangen. Bam! Sehr gut. Muss mal nachladen. Wie kriege ich da oben die. Wow, verdammt! Müssen auf jeden Fall oben in die Munition mal rankommen. Ah, hier hoch. Weil für die Waffe, da haben wir ja fast nichts mehr. Ne, immer noch nicht. Nachladen. Sehr schön. Ja, auch die Flammen sehen wirklich sehr cool aus. Ja, ey, das Spiel geht auch zu viert, wie ich es gelesen habe. Das wird, denke ich mal, ein cooler Grund für ein kleines Gepäck. Okay. Bam, bam, bam. Haben wir noch irgendwo was zu essen? Ah, wir haben jetzt auf jeden Fall Waffen für unsere MG. Gott. Bam. Das wäre sehr, sehr cool. Sehr cool gemacht. Ja, mehr ist es wahrscheinlich auch nicht. Also im Endeffekt ballerst du dich hier nur sinnlos durch. Auf brutalste Art und Weise. Komm ich da rüber? Nein. Sehr schön. Warum?
Haben wir hier? Ah, ich habe was gegessen, sehr gut. Mhm. Okay. Ach, die Tür ist aber auch cool eingeblendet, dass da rechts noch so ein kleines Bild erscheint. Okay, jetzt hat mir wohl hier angegriffen oder was? Ah, verdammt. Nein, da sind wir noch Footballspieler. Ja, hier haben wir erledigt. Sehr schön. Bam. Oh mein Gott. Das ist ein verrückter Psychoanwalt oder was auch immer das sein soll. Wow, was kommt denn da jetzt? Nein! Ach, ich kann hier wegtreten, hab ich ganz vergessen. Der Bulle, ey, wie die einfach nur drauf rumschießen. Oh Gott. Das war so verrückt. Mit der frischen Stadt. Boah, ich sie wegschnetzelt, ey, krass. Ah. Sehr schön. Piss dich. Kannst du unten verrecken, versauern, wenn du nicht schon verreckt bist. Oh, die Ratte sieht ja ungeil aus. Na, jetzt bist du gebissen, Cannoli. Was ist denn los? Na, klasse. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Wir müssen mal gucken, ob wir hier die ganzen Waffen mal nachladen müssen. Naja, die hat fast nichts mehr. Oh, ich hab da jetzt so ein Abwehrschild-Typ. Oh, krass. Okay, sehr gut. Das sieht doch schon bald besser aus wie so eine Puppe, ey. Na, jetzt haben wir doch schöne Munition bekommen. Und einer ist so. Nein, das kriegt er uns. Erinnert mich ein bisschen auch an die Metal Slug-Reihe. Das ist auch so ein ähnlicher Stil. Da ballert mich auch von links nach rechts. Bam! Was? Nein, ich will doch keine Schrotflinte. Sehr schön. Oh ne, das ist doch so eine verrückte Alte. Ich schieße den Zombies einfach immer wieder in den Schritt. Ich will immer mit Viereck nachladen. Okay. Haben wir hier noch eine Granate? Nein! Jetzt haben wir das Auto noch in die Luft gesprengt. Das bockt dort schön fest. Wow, was ist denn hier los? Donkey Kong oder was? Wow! Geil. Okay. Ah, die Gefäße kann man auch kaputt schießen. Was ist denn mit denen los? Ist das so ein Munitionsfutter-Typ oder was? Boah! Ihh, wie sie zerberstet, ey. Punchline. Oh, ich hab wohl eine. Ah. Jawoll! Hab ich eine neue Waffe bekommen? Ja, ich hab eine neue Waffe bekommen. Magnum oder was? Kann man die auch wegtreten, die Kisten? Ja, die kann man wegtreten. Bam. 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 Krass. Bam. Bam. Sehr cool. Machen wir lieber nach.
Dann werden wir auf jeden Fall mal die Waffe wechseln. Okay, was haben wir denn hier noch? Gut, die Waffe laden wir mal nach und schießen zum nächsten Mal schön den Schritt. Jawoll! Oh, oh. Bam! Nochmal Bam! Okay, die Waffe, die ist auf jeden Fall geladen. Was haben wir hier? Drücke L1, um eine Molotov-Cocktail zu werfen. Geil! Wollen wir die Zombies erstmal alle herkommen lassen? Nein, verdammt, das war ziemlich dämlich von mir. Nein, jetzt gehe ich drauf! Verdammt! Warum sind die Zombies nicht gekommen? Oh nein! Zum Gold kommen! Verdammt! Zug den nicht. Sehr schön. Wird ja aufgeräumt. Jawoll. Sieht aber wirklich cool aus, ey, wie die hier laufen. Natürlich muss es wieder solche Rennviecher geben. Ach du Scheiße. Krass. Kann man den Kopf wegschieben? Bam, jawoll. Haha, ja, die kommen nicht an mich voran. So, jetzt haben wir hier mal Molotov-Cocktails. Jetzt werden wir mal, denke ich mal, ein bisschen warten, bis die hier alle ran schnetzeln. Aber der läuft, die laufen ja wieder zurück. Das ist ja das Problem. Ja, vielleicht müssen wir mal kurz warten. Okay, gut, wenn die jetzt umdrehen, dann gehen wir nochmal rein. Oh, verdammt. Ja, der Kopf noch so in den Herald. Krass, ey. Ist schon jemand durch? Bam. Oh, ist er mit dem Wasser. Ne, gut, das kann natürlich. Hat natürlich nicht geklappt, ne? Kann man eigentlich das mit die Magnum nochmal nehmen und die alle mit einmal zu schießen? Laufen gerade alle ein bisschen komisch. Okay, wir springen jetzt hier, lassen den noch rüberkommen und dann springen wir über die drüber. Na? Oh, das wird schön. Gehen wir mal rum. Wechseln das mal. Bam! Wow, das ist ein Fast-Typ. Ich werde mal die Schrotflinte nehmen. Undertaker! Komm, wir lassen den innen. Boah, verdammt! Ah, die Flammen, die haben es wirklich cool gemalt, das Feuer, das haben die wirklich cool gemacht. Mit deinem Schild hier, hier geht er wirklich unter. Boah, nein! Jawoll! Ja, nochmal. Die sind selber in die Flammen reingesprungen, ey. Die sind ganz schön lebensmüde.
Ja, komm ich schon auf jeden Fall runter, oder? Ich komm runter gekrochen. Schütze mit den Füßen. Sehr gut. Ah. Nice. Oh. Okay, ne, das hat nichts gebracht. Ja, der hat nochmal nachladen. Und dann werden wir auf jeden Fall hier runterspringen. Jetzt haben wir so Schnäzeln. Du kannst uns nichts. Ich verlösche dich. Ah, ich hab nochmal so einen Typen hier. Wow, verdammt. Nochmal wieder angetroffen. Das sind keine Zombie zurück. Komm, spring hoch. Ich will mal mit Viereck nachladen. Das muss ich auch auf jeden Fall beherrschen. Ja. Was ist das eigentlich? Achso, das ist auch Munition. Nein, jetzt schießt du nochmal, oder? Zack. Sehr gut. Das macht doch wieder Spaß. Und nein! Boom! Und bam! Das macht auf jeden Fall wieder Spaß, so einen 2D-Jump'n'Run mit Schnitzel einladen zu spielen. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, da haben wir so die Metal Slug-Reihe mal gespielt. Oh Gott. Voll. Und ich bin gespannt, was wir noch so alles für Waffen bekommen. Weil jetzt zu den ersten Level haben wir schon ganz schön viel bekommen. Dann werden wir mal die Waffe tauschen und ja, alles klar. Ich werde euch gleich weitergehen. Jawoll! Aber da, alles klar. Nehmen wir die. Oh, jetzt habe ich vorhin den Fass an Nische gekriegt. Dann wollen wir gleich nochmal machen. Aber jetzt können wir nicht rein, ne? Nein. Oh. Und. Oh, wie ist das noch so übelst zerplatzen, ey? Krass. Das sieht so aus, als ob wir für jeden Zombie irgendwie eine spezielle Waffe bekommen können. Also nicht bekommen können, sondern dass wir... Hey, pal! Wow! Ah! Halt doch mal Not. Verdammt! Hey, pal! Up here! Could you just help me out here a second and get rid of these guys for me? Jawohl! Thanks for saving my ass from being turned into supper. Don't mention. But who are you and what the hell is going on here? I haven't even set one foot ashore and they try to bite it off. I hear you, pal. I've been stuck up here for days now. My name's Rusty. All I know is people all over town started turning into friggin' zombies after St. Patty's a couple of days ago. Before we knew it, the whole town was overrun. The only thing holding out is the gangsters, you know, armed to the teeth and all. Yeah, you picked a hell of a time to pay us a visit, I can tell you that. Yeah, well, I ain't here for the architecture. My name's Vinny Cannoli, and I'm looking for a guy called Frankie the Fly. Perhaps you've heard of him. Oh, yeah, Frank. Always in trouble, that kid. What are you looking for him for? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Baluccios. The Baluccios? You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river that cuts Thugville in half. You want my advice? Get the hell out while you still have a pair of legs to do so. Can't do that. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's got to be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is, but it's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from here. We'll talk there. Auf anderen Ende der Stadt. Okay.
Als werden wir uns die ganze Zeit nur noch hier durch die ganze Stadt durchschnetzeln. Wir haben kaum noch Munition. Die haben natürlich Lenzen. Kaum mein Fuß an Land gesetzt und sie wollen ihn mir schon abknappern. Der Schuss war echt cool. Okay, die Brünen sind auf jeden Fall krass. Ich sehe den mal abschnitzeln. Am schlimmsten sind eigentlich immer die Footballspieler. Okay, die kommt wieder zurück. Nein! Mal eine andere Waffe holen. Oh, verdammt. Jawohl. Sehr schön. Okay. Jawohl. Ihh, was ist denn das? Was ist denn das, ey? Kotzt sie übelst los. Wie ein ekelhaften Mundfäuler. Ah, schade. Jawohl. Ah, schade, hat doch nicht recht. Hier oder hier auch hier. Nichts ist. Oh, genug Alkohol haben wir hier auf jeden Fall im Start. Ah, ich bin genau in den Schuss reingesprungen. Das macht nichts. Komm, geh runter mit dir. Zieh dich. Bam. Oh, das war ziemlich dumm. Ja, wird auf jeden Fall, denke ich mal, ziemlich actionreich hier werden. Oh, jetzt kommen wir hier schon in ein Gebäude rein. Sehr gut. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Gunscore und Cannoli. Bis bald.